Habt ihr schon meinen YouTube-Channel abonniert? Habt ihr schon mal ein Video kommentiert? Folgt ihr mir auf Facebook und Instagram? Wer nicht, macht das jetzt. Abonnieren, folgen, kommentieren und liken. Ich bin's, euer Simon von Machbar. Im letzten Video habt ihr gesehen, was Fat Grips sind, für was wir Fat Grips nutzen können. Und in diesem Video zeige ich euch meine Top 5 Übungen mit den Fat Grips, wobei ich natürlich immer noch sagen kann, wir haben noch viele, viele andere Übungen, wo die Fat Grips auch sehr, sehr gut sind zu nutzen. Aber ich habe mal die Top 5 rausgeholt. Definitiv solltet ihr die Übung davor auch mal ohne Fat Grips gemacht haben. Ich gehe auch davon aus, dass ihr die saubere Technik verwendet. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei meinen Top 5 Übungen mit Fat Grips. So Leute, bevor wir mit den Übungen durchstarten, noch ein kleiner Hinweis von mir. Schaut bitte, dass ihr den Griff komplett rumbekommt und rummacht um die Fat Grips und nicht einen offenen Griff verwendet, okay? Tut wirklich eure Finger, eure Unterarme wirklich, wirklich eine harte Zeit geben, wenn du dann holt ihr auch das Maximale dabei raus. Deshalb nutzt ihr auch die Fat Grips. Das bedeutet, wenn ihr vorgebeugtes Rudern oder ein Kreuzheben macht, greift wirklich rum. Auch wenn ihr hier einen Umgriff nimmt, es ist wichtig, greift zu. Lasst es nicht nur in euren Fingern hängen, sondern macht den Griff wirklich zu. Okay?